sie auch noch nicht, sondern erst jetzt gestartet habe. Wir machen weiter. Okay, ich bin aber erstmal weg, das muss ich erstmal verarbeiten. Das musst du verarbeiten. Er hat gerade festgestellt, dass er das Video schon gesehen hat, über das wir letztes Mal geredet haben. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ist ja egal. Wir wollten ja gar nicht darüber reden, du willst ja weiterspielen. Und, ja. Genau, wir wollen die Zeit nicht verschwenden und direkt unmittelbar weitermachen und nicht mehr so fällig wie die letzten Male. Bunker 473. Das kenne ich doch auch. Ich wollte ja erstmal weggehen. Okay, das muss aber wieder die freundliche Variante sein. Ich kann mich erinnern, dass es da eine ziemlich unfreundliche Variante gab, aber das hier ist die freundliche Variante. Oh Gott, ich bin gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich muss mich wieder erinnern. Aber das kenne ich. Irgendwoher. War da nicht irgendwie auch ein Raum, wo ganz viel Eis dann war und man da irgendwie so durch musste? Aber war das nicht in Inf... Hä? Ich bin verwirrt. So, jetzt erstmal hier durch. Gibt's hier einen Pilz? Ne, hier gibt's einfach mal wieder gar nichts. Wo ist der Ring offen? Oh, da ist der Ring offen. Oh mein Gott! Ja, den können wir jetzt nehmen, den Game Over. Dann gehen wir erst... Wait. Ich hab da gerade so ein Déjà-vu. Kann ich wieder rein? Ach ja. Da ist ein P-Switch, wenn man den on-off drücken würde. Der bewegt sich nicht. Warum bewegt er sich nicht? Hier irgendwo was anderes drin? Irgendwie nicht, ne? Ach Mist. Na egal, wir haben eh nichts gewonnen oder verloren. Wir haben nur erkannt, hier ist ein Fragezeichenblock, der sich nicht bewegt. Okay. Gut, also erstmal Pilz und dann doch wieder in die Richtung. Ringe sind so unnötig. Unnötige Gegner, Dinger, Viecher. So, was ist in die Richtung? Diese Röhre und was ist da oben drin? Egal, zum Rausfinden. Kann ich den Hit kassieren? Nix. Gut. Dann komme ich hier raus. Da geht's zurück. Ah, hier brauche ich den grauen P-Switch. Okay. Und der graue P-Switch müsste, wenn mich nicht alles täuscht, in dem Raum sein, wo wir zuerst gestorben sind. Also müssen wir da wieder rein. Und zwar hier. Einen anderen Weg haben wir erstmal nicht. Hallo? Jetzt. Ja. Das war hier. Diesmal rutsche ich einfach nicht in den Buhring rein und dann ist auch alles gut. Was haltet ihr davon? Halt davon sehr viel. Unnötige so. Gegner. Unnötige Gegner. Ja, die Buhringe. Das ist einfach nur so Wartekram. Ja, das stimmt. Wenn man richtig geskillt ist, kann man da natürlich durchspringen. Ja, klar. So, jetzt ist hier ein Schlüssel. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass der Schlüssel mir bei dem Block was bringt, der sich nicht bewegt hat. Eine andere Stelle wüsste ich jetzt nicht. Siehst du. Dann versuch das doch mal. Aber wahrscheinlich habe ich irgendwas wieder übersehen. Oder aber die jahrelangen Puzzle-Hacks, die du gespielt hast, haben sich doch in deinem... Hydrocephalus hätte ich jetzt was gesagt, aber das ist nicht das richtige Wort. In deinem Kopf irgendwie halt abgespannt. Naja, vielleicht gab es noch irgendwo, ich habe jetzt den anderen Raum nicht mehr so ganz im Kopf, vielleicht gab es da eine Stelle, wo man den Schlüssel ablegen könnte. Oder aber du warst in der Röhre jetzt hier links, warst du auch schon drin, ne? Ich habe mal kurz reingeguckt, aber ich kann mich nicht erinnern. Ist doch, nein, da musst du ja gar nicht hin. Ist ja alles gut. Ach, das war die, wo der on auf der Ja, on. Genau. Yo, alles klar. Hä? Du kannst dir im Übrigen mehr Power-Ups holen.
in dem Block. Jetzt ja. Du kannst da auch hin und zurück gehen. Ja. Dann hast du das ist klar, aber das brauche ich jetzt auch nicht. Ist jetzt ja nichts weiter. Naja, wenn du das sagst. Ah, dann ist dieser Block, der nicht auszulösen ist, Quatsch, der sich nicht bewegt, ist ein On-Off-Block. Verstanden. Warum baust du eigentlich nicht die Level? Das ist das Einzige, was da sein kann. Oh mein Gott. Ja, sag ich ja. Mist. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Weg damit. Willst du nicht double grabben, auch Mensch? Nein. Nicht notwendig. Schade. So, Pilz. Rein. Raus. Und Geld her. Pilz. So, hier ist Quatsch. Ja, wait. Ich sehe Flo ist gerade online. Was hältst du denn davon, wenn Flo einfach hier mit dazu kommt? Was? Nichts. Aber waren hier nicht manche im Weg? Ja, was ist denn, was willst du denn da haben? Ah, ich komme an das Springboard ran, aber was ist mit dem Springboard? Du weißt ja noch gar nicht, wie es weitergeht bei den On-Off-Blöcken, die du an der einen Stelle gesehen hast. Oh, da war ich noch, da kann ich jetzt ja auch hin. Ja. Jetzt kannst du da leider nicht mehr hin. Ich hätte das Springboard gar nicht gebraucht, ne? Das habe ich nie gesagt. Gott, war das dämlich. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es schön, dass auf deinem Mund sogar. Na, irgendwie hatte das den Eindruck, weil da dieser Block daneben war, dass man das Springboard da rausnehmen kann, aber man kommt dann ja gar nicht vernünftig zurück. Na, was heißt vernünftig? Du hast es ja schon richtig versucht. Es ist doch vielleicht. So. Vielleicht. Aber wo will ich denn mit dem Springboard hin? Da habe ich noch keine Verwendung für gesehen bisher. Kann man eigentlich da oben hoch? Nein, alles Decke. Irgendwie schaffst du das bestimmt wieder. Aber ich glaube, das muss jetzt auch nicht sein. Nein, aber wenn man da oben nicht rein kann, meine ich, dann sehe ich bisher keine Verwendung für das Frühlingsbrett. Das Frühlingsbrett, ja. Na, zum Glück ist es nicht das Inferi-Level. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt ja noch so ein Joko und Klaas-Puzzle da irgendwie. War das Äquivalent in Inferi, der Joko und Klaas? Naja, das war das mit den Bildern aus dem Nichtlachen. Ah, ich hab nur noch diese riesige Eisfläche im Blick, wo man sich so durchglitschen muss die ganze Zeit. Ach so, ja, das stimmt. Das hatte ich das noch, war, aber nicht. Das, dann ich, war das der ich, Anfang mit Joko und Klaas, okay. Ich glaube, der Anfang war mit Joko und Klaas, ja. Genau. Ich erinnere mich nur noch daran, wie wir anfangs zu zweit waren und du noch richtig gut gelaunt warst und dann naja, von Apple deine Stimmung ein bisschen ab. Wie in jeder Inferi-Aufnahme. Das stimmt, das hätte ich jetzt wirklich über alles sagen können. Aber ich glaube, da war es ein bisschen krasser. Ich kann ja mal gucken, wie die Partnamen geheißen haben. Die hatten doch immer so schöne Titel. Boy. Oh, du hast nicht Joko und Klaas in die Tags mitgepackt. Und findet er leider nicht. Ich mache ja auch kein Clickbait. Wieso ist denn Joko und Klaas Level? So, jetzt kann ich hier durch. Achso, du bist jetzt. Ja, sehr gut. Aber. Du den okay. Aber ich habe halt den P-Switch jetzt noch gar nicht genutzt. So, ich muss den dafür Springboard nutzen. Also muss ich doch hier dann nach dem Springboard hin, wahrscheinlich. Du könntest ja den P-Switch auch nutzen. Oh, nee! Du könntest den ja auch brauchen. Ja. An der Stelle, naja. Du kannst mal gucken, ob die Münzen, ob die zu Blöcken Nein. werden. Das habe ich nie probiert. Die sind blau.
Ich habe das nie probiert. Das sind Custom-Blöcke vielleicht. Einfach eingefärbt. Dann rewind dich aber, wenn es nicht geht. Ja, du hast es eh verkackt jetzt. Also du brauchst den Pietwitch da. Achso, na gut, ja. Ich brauche nicht verkackt, ich kann auch zurück. Ja, das ist leider richtig. Okay, dann mach's und rewinde. Dann hast du quasi für mich was getestet oder du lässt es einfach so. Jetzt doch, oder? Oh. Nee, jetzt guck ich in Lunar Magic. So, siehst du, alles Münzen. So dumm. Nee, ich wollte, dass du das jetzt nicht machst, Mann. Hey, wann haben wir das denn gespielt? Was denn? Nach Part 100? Ach, hier. Ah, Disc den Conan in Ruhe spielen, Fragezeichen, unmöglich. Oh Gott. Ach so, nee, da waren wir anfangs, waren wir noch in der Konfi und dann waren wir alleine. Und dann heißt der Part, diese Ruhe, diese Stille, herrlich. Ah, hab ich die dann rausgeschmissen oder was hab ich da gemacht? Das kann gut sein, ja. Oh Mensch. Ich verstehe. Ah, good old times. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie der alte Jenkins. Gut nicht, aber old times, yes. Ah, good old times. I hope they will return. Und wegen früher war alles besser. Ja, naja. So. Bisschen kalt hier gewesen gerade. Mensch, du hast ein Puzzle gelöst, ohne Safe State zu benutzen. Was ist das denn jetzt hier? Hab dir da extra ein Feld hingestellt. Blume. Ja, dann hol dir mal eine. Oh, Secret X, oh nee. Dann kriege ich hier den Ground P-Switch. Oder auch nicht. Hä, wo gibt's denn den Ground P-Switch? Wieso den grauer P-Switch? Wie kriege ich denn die Mancha weg? Hä, was für Mancha denn? Ganz rechts. Hä? Was für Mancha? Hä, bin ich dumm? Ja, mach mal, rewind mal und zeig mir, welche Mancha du machst. Nee, ich muss ja eh hinlaufen jetzt. Conan. Ja. Du hast doch gerade gesehen, was du brauchst, um ans Schlüsselloch zu kommen, oder? Ja, Blume. Und wie kommst du an eine Blume? Ja, weiß ich noch nicht. Bisher habe ich hier keine gefunden. Aber hier, ganz links, rechts. Überleg doch mal, guck mal. Zeig mal. Da sind manche im Weg. Ja, aber da ist. Ach, füll dann noch auf, den ich. Ups. Hast du den nicht gerade sogar schon erwähnt? Ist ja auch egal. Aber ja. In was für einem Level hast du denn bisher eine Blume gesehen? Ja, in keinem. Ach so. Muss ich in irgendeinem anderen Level eine Blume sammeln und dann damit wieder hierher zurück, oder was? Dann kann ich auch rausgehen. Das ist eine Frage, die möchte ich dir an dieser Stelle nicht beantworten. Ja, doch. Travel on Ice. Ist richtig, ja. Jetzt kommt endlich mal ein Level, was du noch gar nicht kennst. So sieht's auch aus. Das Level habe ich extra gebaut, weil ich weiß, dass du Eisgrafiken oder Eisphysik so gerne hast. Das freut mich. Ja. Hä? Ich weiß auch nicht. Habe ich mich gerade in die Decke reingeglitscht durch den Pilz oder so? Hey, du bist einfach nach rechts gelaufen, wo Lava war, oder? Ich wollte eigentlich den Pilz wieder einsammeln. Dann bin ich in die Lava gefallen. Also ich muss in der Höhle den dann aufdrücken. Das ist ganz richtig kombiniert, ja. Das kann ja nicht so schwierig sein. Wenn du mir... Wieso fährst du? Wo fährst du denn hin? Das ist einfach schön. Das ist wirklich einfach schön. Wieso fährt das nicht nach links? Wieso, wo fährst du hin? Ich, wenn ich im Taxi sitze. Naja, ich, bevor mein Papa für immer Kippen holen gegangen ist oder so. Das hast du auch mit so einer schönen hohen Stimme gerade gesagt. Ja, weil ich dachte, ich war der Festival, aber ja, die fahren ja eigentlich immer nach rechts, ne? Ja. Das ist der ganz normale Vanilla-Sprite, nur halt. Also muss ich einfach schnell sein. Verändert. Okay, das macht keinen Sinn. Aber ja, genau. Ach so. Sehr gut. Ich habe halt mal wieder nicht nachgedacht.
Naja. Kann halt passieren, ne? Passiert bei mir ganz schön oft. Okay, die kann ich auslösen. Das wäre wohl besser. Ja, die sind dafür... Ja, okay. Die sind dafür da, dass du da jetzt noch nicht hochkommst, weil du da zu einem späteren Zeitpunkt hochkommst. Ja, aber ich will, wenn ich dann da oben bin, nicht runterfallen. Zu einem späteren Zeitpunkt, wo es egal ist, ob sie ausgelöst sind oder nicht. Okay. Also du kommst da wann anders an. Nee! Sehr gut. Ich hätte gedacht, dass du da schon häufiger stirbst bis hierhin. Sorry. Ich bin ja schon ein bisschen beeindruckt. Das muss ich ja schon zugeben. Jetzt komme ich hier wieder raus. Und bin wieder hier. Okay, nice. Jetzt kann ich hier rein. Jetzt kriege ich aber einen Midway Point. Das glaubst du. Na gut, solange ich nicht sterbe, kriege ich, brauche ich noch keinen. Solange es noch alles freundlich ist, kann man noch keinen Midway Point benötigen. Colin alles Kuhn, Akademiker mit Niveau. Solange ich noch nicht sterbe, brauche ich auch nichts. Alles noch gut. Das wird jetzt gut. Das wird unangenehm. Jetzt wird's schön, ja. Jetzt wird's sehr schön. Hey, unglaublich. Mach mir doch hier nicht meine ganze Freude kaputt. Hoppa. So, der ist einfach. Unglaublich, was ist los mit dir? Da gehen wir nicht hin. Ja, das ist wieder eins dieser unnötigen Secrets, die kein Schwein braucht. Okay, das kann ich mir holen, aber ich weiß nicht, ob da was Wichtiges ist oder nur... Ich hol's mir nicht! Mach's nicht, nein, es sind Münzen. Gut. Jetzt krieg ich aber einen Midway Point. Nein. Scheiße. Erinnerst du dich an den Port, der in dem Level läuft? Oh, wenn ich jetzt da runterfalle, ist kacke. Ja, dann musst du alles normal machen. Ja, gut, dass dir das nicht passiert ist. Du solltest dir angewöhnen, glaube ich, geduckt auch mal zu springen. Das macht das irgendwie einfach. Ich habe keinen Midway Point bisher, bist du wahnsinnig. Ja, jetzt mach das mal noch. Den Sprung noch, dann hast du es so gut wie. Das ist eine ganz schön lange Strecke ohne Midway Point, mein Freund. Ja, das ist eine ganz schön lange Strecke. Nicht, dass die Leute von SMV Central dann noch was sagen. Hast du absolut recht. Haben sie aber nicht. Jetzt mach den Sprung und dann sei ein zufriedener kleiner Conan. Jetzt mach doch nicht sowas, sag mal. Ich brauche Anlauf. Ich dachte, du sprichst da die Lava. Nein, ich brauche Anlauf. So, jetzt geh in diese Röhre bitte und verrecke dabei nicht in die andere. Oh Gott, ich habe einen Sprung. Ja, das schaffst du. Und es ist eine Röhre nach oben, willst du mich veralbern? Ich werde dagegen springen. Du kannst doch einfach nach oben schon mal jetzt drücken, oder? Und dann trotzdem nach rechts. Ja, sehr gut. Siehste, wunderbar. Jetzt drückst du den On-Off-Switch. Hä? Okay. Nach rechts gehen. Ich kann immer noch sterben. Ein Sprung noch. Ein Sprung, jetzt hast du es drauf. Das ist schon kritisch. Ja, du hast es jetzt auf dem dritten Versuch geschafft. Also, beschwer dich mal nicht. Ja, aber wäre ich da gestorben? Dann hätte ich meinen Spaß gehabt, hast du recht. Hätte ich vielleicht rewindet. Ach, so ein Quatsch. Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Und hätte damit in Kauf genommen, dass dieser Mann, den ich eigentlich fast nur aus... willst du mich wo... zu meinen Wohnungsnachfolgern fährt und die alle umbringt. Das hast du verkackt, ja. Ich würde an deiner Stelle jetzt mal rewinden. Nein, schade. Das hättest du echt schaffen können, ja. Okay. Wobei, du hast doch gesehen, dass da eine Yoshi-Coin ist, wenn du weitergefahren wärst. Mich interessiert doch keine Yoshi-Coin. Aber du solltest da mal weiterfahren, weil da ist noch ein... Du hast den On-Off-Switch vergessen. Nee. Doch. Doch. Nee. Alles gut. Ja, alles gut. Ach, fuck. Ich wollte halt zwei Pilze. Ach so, okay. Okay, du wolltest mich also um den Finger wickeln. So in etwa. Aber vielleicht ist es doch riskant, da nochmal reinzugehen. Oh, wait, ich hol mir anders zwei Pilze. Alles gut. Jetzt duplizierst du. Ach, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Du stirbst 100 pro. Ich gebe zu, der Spiny da muss erstmal weg.
Aber dann kann ich hier in Ruhe. So. Siehst du, du bist richtig fickerig sogar drauf auf so Glitch-Puzzle. Ah, Mist. Naja, duplizieren ist was anderes. Kann das ich auch gerne ja ein richtig böses Puzzle machen, wo du nur duplizieren musst. Das ist kein Problem. Ein Trick, den man mal gelernt hat, aber der jetzt nicht funktioniert, weil ich doof bin. Aha. Schade. Die Stelle hier habe ich übrigens ziemlich vereinfacht, weil die ganz schön böse war. Da bin ich ja froh, dass die vereinfacht ist. Da waren noch ein paar Gegner mehr. Toll. Du solltest wieder... Hast du ein Safe State gesetzt? Habe ich gerade gesetzt, ja. Hat man eigentlich sogar gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Musst du die Augen aufmachen? Ach Mist. Lädst du eigentlich immer noch hoch, weil es immer noch ein bisschen laggy schon ist? Nee, der muss längst durch sein. Oh krass, okay. Ich kann kurz nachgucken. Es ist ja egal, ist doch scheißegal, ob ich jetzt... Ich sehe ja trotzdem, was du machst. Ich die ersten halt zwei... Oh, das war eine schlechte Idee. Verschoben? Was war eine schlechte Idee? Jetzt hängt... Nee, beides 100%. Also, liebe Zuschauer, ist das nicht toll? Die Parts, die ihr in zwei Stunden geguckt habt, konntet schon hochgeladen. Das ist so toll. Konzentrier dich mal lieber aufs Spielen hier, Kollege. Du hast gefragt. Albern hier. Das war nur eine indirekte Anmerkung. dass ich nicht gesehen habe, dass du den Safe State gesetzt hast. Das war völlig irrelevant. Mensch, mit Skill, der Junge. Geh auch so weg, dass... Ach so, ja. Jetzt kann ich aber nicht mehr duplizieren. Ja, moin. Das war wieder richtig klug, wenn man bedenkt, was ich eigentlich machen wollte, aber gut. Ich glaube aber, in dem Abschnitt bringt es dir gar nicht so viel, wenn du zwei Pilze hast. Ja, das sehe ich auch eigentlich, ja. Stirbst du viel eher, weil du in die Lava fällst. Das ist richtig. Es ist, glaube ich, sogar besser, hier klein zu sein. Ja, jetzt fahr mal bitte weiter. Geh da nicht hoch, geh... Kannst du kurz rewinden? Wenn ich da wieder hierher mich porten kann? Ja, du kommst da sowieso hin. Du siehst einfach nur zwei Messageboxes, die du sonst nicht gesehen hättest. Und ich fände es schade, wenn du die nicht siehst, weil du jetzt schon zweimal was versucht hast oder beziehungsweise wir zweimal drüber geredet haben. Did you know there's a double grab in game? You don't know how to do it, I mean it differs from item to item, but come on, you sluggard, it's 2020. Google it! Weiß ja nicht, was passiert, wenn man bei Google Double Grab eintippt. Das ist eine gute Frage, das werde ich jetzt mal machen. Double Grab. Asian Pussy. Okay, nein. Das ist... genau. Ich hätte jetzt aber echt gedacht, dass irgendwas von Trump vielleicht kommt, aber nee. How to Double Grab on Skis. Double Grab. Double Grab on some Nerd? Aha. Naja, das ist irgendwie so Skate-Tricks oder sowas. Ja, das ist so, genau. Das stelle ich mir eher auch vor. Da musst du. Oh! Hi! Auf der zweiten Seite bei Google wird mir schon Double Shell Grab angezeigt. Unfassbar. So witzig. Aber wahrscheinlich eher, weil du es gesucht hast. Das kann gut sein, ja. Ah, das kann echt gut sein. Naja. Aber siehst du, es gibt nämlich doch ein Double Grab. Natürlich gibt es den. Nein, aber. Warte, bist du? Ach so. Okay. Du hast ja hoffentlich verstanden, warum diese Messagebox da jetzt war. Ja, ich soll vielleicht einen machen, aber keine Ahnung. Ja. Ach, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, ja. Jetzt nicht wahr. So. Ein Versuch. Yes! Oh, wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hätte da jetzt eigentlich eine Blume hinsetzen müssen. Dann hättest du den ganzen Hack gebreakt. Nice. Hab ich zum Glück nicht gemacht. Nein. Aber wäre dann ja auch gebreakt, wenn du zweimal rumgehst in der... Das stimmt, ja. Also wäre eine ziemlich dumme Idee gewesen. Hast du recht. Oh Mist, ich hasse alles. Kann man da irgendwie zurückgehen?
Also ich glaube nicht, aber ich möchte deine Motivation stärken. Soll ich denn da zurückgehen? Ja, keine Ahnung. Nein, aber ich kann wieder versuchen, das Ganze zu umgehen, wie vorhin. Ja, mehr als sterben kann ich auch nicht. Ja, ist richtig, ja. Krass, sehr gut. Jetzt musst du sich halt nur noch den Podobo erwischen. Das kann sein, dass der nicht wieder auftaucht. Doch, sehr gut. F. Ah, schade. Hey, aber nicht so schlecht. Könnte also funktionieren. Also, ich glaube, in Kaizo könnte man das Ding weglassen. Du machst das jetzt einfach aus Skill. Sowieso lässt du das Ding jetzt weg. Ja, klar. Du stellst dich jetzt drauf, lässt das wegfahren und dann machst du es halt ohne. Also ich meine, du hast hier gerade einen Double Grab gemacht und das ist ja heuer hoch. Naja, der ist ja nicht so crazy. Aber ich glaube, was habe ich gesagt? Ein Double Grab? Ich meinte, Ja, stimmt, du hast Double Grab gesagt. Ich meinte den Block duplizieren natürlich, ja. Guten Morgen. Aber ich glaube, wenn man Block duplizieren, auch wenn man es irgendwie erklärt, keine Ahnung, mit was für einem Tutorial, ich glaube, das würde SMB Central trotzdem nicht durchgehen lassen. Ich habe auch nie wirklich verstanden, wie Glitches erklärt werden. So, man führt sie halt einfach auf. Auch diese Erklärung, wie man fliegt in Jump. Ja, das stimmt schon. Das, ja, wer nicht einfach selber diese Flugphysik so ein bisschen aber kennt. Aber es gibt ja, das in Jump war ja so eine Messagebox einfach nur. Eine Messagebox, die irgendwie mit ein paar Worten versucht, dir das zu erklären. Ja. Und es gibt ja auch so Tutorials, wo du dann ein ganzes Level hast, wo verschiedene Abläufe gezeigt werden. Oder ja klar, also Kaizo Kindergarten war da halt richtig gut, um sowas beigebracht zu bekommen. Stimmt, das ist, ja. Das ist richtig. Da wurde dir dann auch erklärt, wie das ist mit den ganzen Zahlen, die da im Hintergrund ablaufen und die hast du auch gesehen. Das ist halt dann richtig verstanden, wann du Running Speed hast und wann nicht und so weiter. Man könnte auch wie ein Jump so eine Demo quasi zeigen. Bloß, dass parallel dann noch gezeigt wird, was für Knöpfe man drückt oder keine Ahnung. Ja. Ich werde nie wieder einen Super Mario World Hack bauen, glaube ich. Mir ist das völlig egal. Aber bitte mach. Bin ich nicht dumm! Das hast du gut erkannt. Ich wollte in die Blöcke, ich wollte, dass der weg ist. Ja. Oh no! Mensch, dabei wurden dir in der zweiten Welt diese Blöcke doch sogar erklärt. Oh no, ich wollte da. Oh. Aber es ist schön, dass du wenigstens bei der zweiten. Oh. Des Levels. Ich weiß auch nicht, warum die Wolken da sind. Die sind da eigentlich nur so deko-mäßig. Schöne Deko. Es ist super schön, dass du da erstmal reinrennst. Als wäre das eine Falle. Conan Kuhn 88, der einzige, der aus Deko tatsächliche Fallen macht. Aber wie kommt. Achso, das sind wir jetzt gar nicht. Nee, hä, was? Okay, egal. Was bitte? Nee, egal, ich weiß auch nicht. Was Warum ich sage. Warum Gut. hast du eigentlich eine Brille auf? Hä? Was willst du. Was willst du jetzt von mir? Ja, warum liegt hier Stroh und warum hast du eine Brille auf? So geht das nicht. Ach so. You're doing it wrong. Aber ich glaube, du hättest. Da. Ach, Mist. Diese Schule ist der komplette Schrott, ja. Ja, warte, bist du mir richtig verarscht? Was? Alter, wieso klappt denn das jetzt nicht mehr? Weil das nicht so einfach ist. Und weil du nicht konzentriert genug bist, Conan. Es kann gut sein, dass ich gerade leicht genervt bin von meinen Aktionen, die ich gerade komplett dämlich ausgeführt habe. Soll ich dir wieder irgendwas aus der Bibel vorlesen, dass du dich ein bisschen entspannst? Hä, wieso wieder? Das haben wir doch in irgendeinem Inferi-Part haben wir das gemacht. Wo du dann auf einmal der Herrst, mein Hirte, komplett auswendig konntest. Ja, kann ich immer noch auswendig. Ja, ich weiß, das ist ja schlimm genug. Wieso? Was ist an dem Psalm so schlimm? Der ist nee, cool. Nichts, nein, das ist schön. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Das sind ja persönliche so weiter. Präferenzen oder Prioritäten. Ich fände es halt wichtiger zu wissen, wo links und rechts ist und du kannst halt der Herrsmann hier so auswendig. Und wahrscheinlich das Glaubensbekenntnis auch. Ach, leck mich doch ab.
Was kann ich auch so auswendig? Das Glaubensbekenntnis und wie heißt das andere, das Vater Unser? Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Geschöpfe des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen als Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort will er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, kann ich. Habe ich ewig nicht mehr aufgesagt. Ich habe mich gerade... Ich habe mir den Mund gekotzt. Nee, aber da kann man auf jeden Fall auch stolz drauf sein. Ah, weiß nicht, das ist einfach. Bleibt einfach. Hast du das beim Konfirmationsunterricht oder so aufsagen müssen? Oder warum kannst du das Oder eigentlich, glaube ich, 6. Klasse haben wir das gelernt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann also auch Konfirmation. Also Konfirmation spätestens, das ist klar. Ich vergaß, dass du aus Bayern kommst. Konfirmation spätestens, aber ich meine auch im Religionsunterricht. Also da war auf jeden Fall der Psalm mit dem heiligen Hirten. Ich glaube, ist es der Psalm 43? Ich weiß es nicht. Ich wusste gar nicht, dass es mehr als 41 Psalme gibt. Es gibt über 200 Psalmen oder so. Ja, ja, aber du warst... Ja, schön. Das ist interessant, du. Du Atheist. Ich zahle immer noch Kirchensteuer. Ja gut, was du auf dem Papier bist, ist ja wieder was anderes. Das ist richtig. Aber die Frage ist halt auch... Kommt wieder dieses Scheißviech, wo ich mir... Ja, sehr gut. Jetzt hast du trotzdem verkackt. Ich spring da halt vorher raus, ich kann doch später wieder aufsteigen. Das ist richtig. Das ist die Erkenntnis, die man später ist. Hast du jemals das Glaubensbekenntnis aufgesagt, weil du irgendwie Kummer oder Leid erfahren hast oder irgendwie einfach nur, keine Ahnung, besser schlafen wolltest? Man sagt es in der Kirche halt immer. Also da hat es das gehört halt zum Standard, dass das immer wieder, also pro Gottesdienst kam das sozusagen immer an der gleichen Stelle. Man sagt das irgendwie so vor jedem Gebet, wenn man einfach nur beweisen möchte, Gott irgendwie vor Gott flexen will, dass man ein guter Christ oder ein frommer Christ ist. Nee, wenn du betest, sollst du einfach nur das Vaterunser sagen. Ach so. Und sonst nichts. Sonst nichts. Also ich sag dann auch nicht, ich wünsche mir einen größeren Kopf oder andere. Nee, eigentlich, das ist praktisch der Teil der Bergpredigt, wo Jesus sagt, die viele Worte sind und so weiter, sind die Heuchler, bla bla blub. Und er lehrt eben die Worte, die man beten soll, und das ist das Vaterunser. Ach so, und wenn man das macht, du sollst halt auch vor allem nicht dich, das ist dieses Nächste mit den Heuchlern, dass du dich nicht an die Straße stellen sollst und da öffentlich beten, sondern still in deinem kleinen Kämmerlein. Gottes Willen. Das hat ja wahrscheinlich eine ganz edle Absicht in irgendeiner Form, oder beziehungsweise vermittelt eine edle Absicht, aber das hat dazu geführt, dass Leute stundenlang alleine in einem kleinen Raum verbracht haben. Na, so lange ist das Vaterunser jetzt auch nicht. Naja, da muss man sich ja vorbereiten, keine Ahnung, mit Weihrauch einreiben oder nee, so. Nee, das wird halt einfach einmal Abend vorm Schlafen gehen gebetet und fertig. Ja, in der Zeit könnte man auch, keine Ahnung, sinnvollere Sachen machen. Wie zum Beispiel einschlafen. Oder seine Freundin oder seinen Freund beglücken. Oder was lesen, was vielleicht... Hier ist das Level einfach zu Ende und ich bin jedes Mal davor gestorben. Willst du mich eigentlich komplett... Ich möchte, um jetzt mal wegzukommen von diesem Kirchenscheiß, das hast du trotzdem sehr gut gemacht. Uff. Hast du wirklich sehr gut gemacht. So, jetzt kommt der Bergström Forest. Ich habe ja nicht mehr mitgezählt, aber ich glaube, ich bin da häufiger gestorben. Guck mal, du kannst hier links, immer links, 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 links. Ja, ich gehe jetzt erstmal sterben und vielleicht beenden wir dann den Part. Wir sind bei 33 Minuten. Ja, das klingt gut. Bevor wieder eine Stunde draus wird, gibt's nächstes Mal Bergström Forest und dann kann er mir auch erzählen, was da links ist. Danke fürs Zuschauen. Nein, wir machen noch einen Cliffhanger. Kannst du dich, also es ist kein richtiger Cliffhanger. Okay, aber crazy Cliffhanger kommt jetzt. Kannst du dich an das Level noch erinnern, wo das herkommt? Nee. Wenn du so den ersten Screen siehst. Okay. Das wird der abgefahrenste Cliffhanger aller Zeiten. Spring mal jetzt nach links. Das wollte ich dir noch zeigen. Links oben. Ah, sehr gut. Was ist jetzt für ein Cliffhanger? Der Cliffhanger wäre jetzt gewesen, dass du dann den Part hättest beenden können und dann im nächsten Part wir aufklären, woher das Level kommt. Es war ein Cliffhanger für die absoluten Fans von deinem Kanal, von die absoluten Fetischisten, die Conan Cool. Seit Stunde 1 verfolgen, keine Ahnung. Aber woher soll ich wissen, woher das Level kommt?
Weil du das gesehen hast und weil du es auch gespielt hast. Dann ist es ein Contest-Level. Ja. Also das habe ich für Emero gebaut. Ah, dann kann es ja nicht so schwierig sein. Das war eine Woche, bevor er in Feri gespielt hat und Jan, Felix und ich im... Hä, er hat nie in Feri gespielt. Doch, er hat das erste Level gespielt. Relaxa hat er gespielt. Okay, Relax, ja, okay, aber da wusste er schon, dass in Feri crazy shit ist. Ja, und dann haben wir im Stream angefangen zu trollen und dann hat er auf uns nur noch angefangen zu fluchen. Ja, das hätte ich auch lassen können. Ja, aber er hätte ja sich auch nicht so anstellen. Nee. Jetzt beende doch den Part, jetzt zeigst du ihn. Nee, jetzt spielen wir das Level. The inhabitants of Yoshi's Island demand dragon coins if you want to pass. Maybe you should notice. Okay, wir müssen die einsammeln. Weißt du noch, als du meintest, das wäre ja assi, wenn man das nicht erwähnen würde irgendwo? Wenn ich das auf SMB Central hochladen wollte, ohne zu erwähnen, da ist dein Hinweis. Okay, da brauche ich nochmal den P-Switch da oben gleich. Ein bisschen langsam, ja. War der dafür ge- Oh no. Dafür auch. Ja, dann spielen wir wohl erstmal ohne die Yoshi Coins. Ja. What? Aber hast du die Message Box richtig gelesen? Ja, ich brauche die Yoshi Coins. Wo brauchst du die? Um zu parsen. Nein, wo, nicht warum. Weiß ich nicht. Irgendwo muss ich parsen. Ah ja. Wenn du parsen musst, dann solltest du vielleicht Mittelfeldspieler werden. Unbedingt. Oder beim Handball gibt's ja auch. Aber hatte das ein Secret Exit, das Level? Nee, ne? Nö. Wo brauche ich denn dann die Yoshi Coins? Ja, egal, wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Vielleicht für einen Secret oder so. Und nicht für das Level selbst. 12 Stunden Bart. Oh Gott, was ist das denn? Geh mal heim. Das waren bei Emero, glaube ich, sogar 2 Lakitus. Aua! Wow. Wie du komplett stehen geblieben bist und man die Kurve gesehen hat. Nee. Jetzt stirb! Nein! Ja. Schade. Mach das mal gleich nochmal. Das war auf jeden Fall unglaublich. Kein Midway Point bisher, was willst du mich veralbern? Unglaublich, Colin. Wo du gerade gestorben bist, war unglaublich. Oh no. Du hast einfach Talent dafür. Ach, lass mich raten. Ja, das ist jetzt nicht mehr so schwierig zu erraten. Ah, Mama. Warum mache ich das immer? Willst du die richtige Antwort oder willst du die Zünni Antwort, ja? Ich will gar keine Antwort. Okay, dann gebe ich dir beide. Die Zünni Antwort ist, weil du ein Connen bist. Und die richtige Antwort ist, weil du ein Connen bist. So viel dazu. Danke dafür. Ja, das hatte ich irgendwie verdrängt, dass er das auch immer gesagt hat. Das kommt einfach dadurch, dass ich dir zuschaue, wie du spielst. Ist das nicht toll? Was hätte er nur gesagt, wenn ich mich anders genannt hätte? Weil du ein Connen-Kun Haha bist. Wenn ich mich anders genannt hätte. Dann hätte er wahrscheinlich auch einfach Connen gesagt. So, ich heiße, was weiß ich, Fire Golden und der sagt einfach Connen. Genau. Fire Golden gibt's auch wirklich irgendwo. Ja, ich weiß. Ja, mittlerweile nicht mehr. Der hat sich ein bisschen ins Aus manövriert. Wer ist denn Fire Golden noch? Ach, das war so ein Meinungs-YouTuber. Ach Gott. Und weißt der. Hat mit etwas ungünstig. Wer ist denn Fire Golden nochmal? Ist das dieser. Der so ein bisschen. Also, ein bisschen hängen geblieben ist? Das musst du jetzt entscheiden, das kann ich nicht beurteilen. Okay, dann muss ich das jetzt halt suchen. Er hat ein paar komische Ansichten nach einer Weile. Ach, Drachenlord meinst du? The inhabitants of Yoshi's Island demand Dragon Coins. Ah ja. Ach, das ist gar nicht für dieses Level. Ach so, ja. Jetzt habe ich es gerafft. Du willst doch nach Mushroom Kingdom, um Mario zu stoppen. Das ist doch die Story. Ich will Mario stoppen? Das hat noch niemand gesagt. Ja doch, das hat die Story am Anfang gesagt, wo du nicht aufgepasst hast. Das muss ich geskippt haben. Ja, das werde ich dir jetzt nochmal vorlesen, weil du ja siehst, du bist einfach nicht im Bilde.
So, die Story ist, Peach vacates at Toffee Island when rumors reach her that Mario is harming Mushroom Kingdom. Das habe ich tatsächlich nicht richtig aufgefasst. Upsi. She hurries to go there aisle by aisle. Das ist die Story. Upsi. Ja, das ist natürlich gut, dass wir da nochmal drüber reden. Naja, ist man muss auch. Ja hier auch die richtige Story beachten. Ja. Nicht, dass die, dass man da noch irgendwas nicht mitbekommt. Das und die Fachbegriffe. So, und jetzt. Fachbegriffe. Scheiße. Sehr gut. Ach so, wird da. Ja, das war nicht, was ich wollte. Das war doch gut. Ja. Ich wollte aber was anderes. Hä? Nein, jetzt ist er wieder kaputt. Ja, was wolltest du denn machen? Ich wollte ihn mitnehmen. Was, den Spiny? Ja. Warum das denn? Nee, nicht den Spiny. Den blauen Block. Der hält nicht lange, der hält nicht lang genug, schade. Ja, nee. Der hält nicht lang genug. Oh, da müsste ich hier die ganze Zeit spinnen. Nee, okay, schlechte Idee. Schade. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Ja, aber es wäre eine Röhre tatsächlich gewesen. Ja. Dann hätte ich den jetzt dem Lakitu voll ins Gesicht schmeißen können. Vielleicht ist das ja die Intended Solution. Nein! Geh weg! Bring doch schnell. Es ist einfach. Mist. Das kann ja mal passieren. Du könntest dir übrigens jedes Mal das Leben holen. Dann, es ist eigentlich auch egal. Mist. Die Yoshi-Coins wären übrigens relevant für ein etwas größeres, ein etwas größeres Secret. Aber nicht in dem Level. Ja, doch in dem Level. Also du kannst in dem Level Yoshi-Coins einsammeln, dann hast du davon auch was. Wir können das aber auch gerne so machen, wenn du den Rest geschafft hast, dass du das einfach mit Save States mal zeigst oder so. Na, an sich ist die schwerste eigentlich die mit dem blauen P-Switch hier. Ja, da musst du halt einfach jetzt dich ein bisschen beeilen, genau. Und dann einfach die Blöcke wegmachen. Lass uns das ruhig so machen, dann spiel das jetzt ohne die und dann machen wir das am Ende irgendwie. Dann zeigen wir einfach, wenn dir das recht ist, what zeigen the wir fuck? Einfach, das war nicht so gut. Dann können wir einfach alle Secrets zeigen, die du noch nicht gefunden hast oder so. Habe ich schon welche verpasst? Naja, sowas wie dieses mit den grünen Blöcken, Blöcken oder den gelben. Ja gut, da kann ja nichts Wichtiges drin sein. Nee, ist es auch nicht. da waren ja nur zwei Fragezeichen. Aber wenn wir uns darauf einigen quasi, dass, oder wenn du das halt alles in einem Part einfach machst, dann... Ich laufe nicht nochmal durch das Eislevel, um dort die grünen Blöcke zu zeigen. Ja, mit Safe States halt. Aber da war ja nicht, was soll denn da Wichtiges drin sein? Ja, da ist halt ein Secret. Mehr als ein Pilz oder so ein Leben kann doch nicht drin sein. Doch. Das muss ich doch nicht zeigen. Doch, da ist aber mehr drin. Es ist genauso, es ist nicht atemberaubender als ein Pilz oder eine Münze oder so, aber es ist mehr drin. Aber ich glaube, darüber streiten wir am besten einfach, wenn du den Rest erstmal geschafft hast. Ich möchte deine Motivation jetzt nicht stören. Was sollte da groß drin? Ja gut, es könnte eine Blume drin sein. Ja, dann bräuchte ich sie aber sogar. Nein, ach Quatsch. Es ist an der Stelle, ist nichts Weltbewegendes. Es ist egal, du zeigst es einfach, entweder du zeigst es oder du zeigst es halt nicht. Ach. God dang it. Ich meine, letzten Endes, ihr könnt auch sowieso alle diese Scheiße euch hier nicht angucken und einfach die 2 Stunden TAS auf meinem Kanal euch anschauen. Das ist sowieso viel aufschlussreicher. Da ist das blöde Gelaber nicht dabei, da kann man die Musik richtig hören. Und Colin stirbt nicht die ganze Zeit. Das ist doch eine großartige Idee. Ach Mist. Ich bin wieder klein. Ich will bei Lakitu nicht klein sein. Ist ja auch Conan. Natürlich bist du klein. Lass mich in Ruhe.
Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Jetzt aber die funktioniert nicht. Ja, so war die Idee. Das war eine sehr gute Idee. Warum holst du dir nicht einfach einmal 99 Leben? Was? Du könntest ja auch einmal in diesen Happy Birthday-Bereich gehen. Da muss ich ja wieder dahin laufen. Das ist viel zu weit. Mist. Wieso lasse ich mich von allem treffen, Mann? Vielleicht ist das das übermäßige, das übermäßige Bedürfnis nach fremder Nähe. Du sehnst dich nach fremder... Das ist mein Way of Life. Ja, das Way of Life. Way of the M. Siehst du nicht mal irgendeinen Hack? Ja. Der war ganz toll. Vor allem am Ende. Siehst du, du weißt das auch noch. Stimmt, da hast du dich so ewig drüber aufgeregt. Ja, weil es halt damals, komplett übertrieben ist. Hab ich noch damals gedacht, hoffentlich wird er sich bei meinem Hack auch so aufregen. Und dann habe ich dieses Level hier gebaut. Das hier ist nicht im Ansatz so schlimm wie das in Way of the M. Das ist ja, du warst ja noch nicht mal bei Midway Point, ne? Und es gibt ja halt 5 wieder in dem Level. Ja klar, so wie in allen anderen auch. Exakt. Aber gleichzeitig, oh boy, die Münzen wegmachen und die da drüben, das ist schon... Uff. Ja, du geschafft, siehst du doch. Kritisch. Ist ja auch nur für ein dummes Secret. Spring mal da hoch, spring mal da hoch, spring mal da hoch. Aha. Du hast gerade den On-Off-Switch betätigt, falls das nicht ersichtlich ist. Ja, das sehe ich da drüben, aber... Ja. Oh no. Oh. Das hat Emero, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich kann mich an nichts davon erinnern. Oh Gott. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie matt er war, als wir angefangen haben, in seinem Chat zu trollen. Ja, das ist ja was ganz was anderes. Da war ja völlig zu Recht matt. Also Emero, an dieser Stelle, wenn du mal wieder bei Conan auf dem Kanal vorbeischaust, fühl dich gegrüßt. Was ist passiert? Ich bin ja natürlich kein nachtragender Mensch, aber du bist schon ein richtig affiger Typ. Immer noch wegen der Sache. Vor 5 Jahren. Nee. Nein, er hat sich einfach so richtig kindisch aufgeregt, so richtig, keine Ahnung. Mäh, jetzt hört endlich auf, da zu schreiben. Ist ja auch sein gutes Recht, ist ja alles gut, aber letzten Endes, wir hatten ja auch unseren Spaß dabei. Ich kommentiere das nicht weiter. Ja, alles gut. Du musst doch gar nicht mal mit mir reden. Das ist kein Problem. Hier. Na du Bude! Weißt du, dass der im Prinzip durch den Autoscroll wirft der, weil du dich auch immer fast identisch bewegst, wirft der auch relativ gleich. Oder du kannst den auf jeden Fall einerseits ganz gut sehen, dass er immer gleich wirft. Ja, sehr gut. Jetzt geh schnell rüber. Egal, weiter. Geh doch weiter, Mensch. Jetzt, aber ich bin nicht groß. Du lässt dich doch da schon wieder treffen, Mann. Ah. Das Secret zeigst groß. Du einfach. Das zeigst du wann anders, ist doch scheißegal. Nein, ich spiel das nicht nochmal. Doch, das spielst du nochmal. Holy shit. Wait, das kenne ich doch. Ah, siehst du, daran erinnerst du dich. Ah, schön gestoppt. Guck mal, die Frau da. Your room is on the right. Please turn off the light when you asleep. Guck mal, die Frau hat gerade. Ja, hab's gesehen, hab's gesehen. Sehr gut. Hier jetzt, dein erster und einziger Cameo in dem Hack hier. Yay! Aber er redet nicht mit mir. Nee, weil er sich nicht bewegt. Er ist einfach nur da und ist rot. Aber Nerdnussbutter redet mit dir. Nope. Das habe ich auch nicht eingebaut, damit Leute das spielen, sondern wirklich nur, damit du das spielst. Damit du das liest und dir denkst, nee. So dumm. Ach so. Ja, wow. Unglaublich. Gehen wir nochmal in die Tür rein. Das ist einfach nur, um das mal zu zeigen. Wow. Aha.
Toll. More precisely, this block from the outside. Oh my god. Oh, wir bauen hier richtig crazy Story ein. Das ist so unglaublich. Huch. Ah, das ist jetzt anders als bei Emero. Bei dem Teil von jetzt kaputt. Emero-Level fand ich nicht so geil. Den fand ich scheiße. Da habe ich den immer ausgetauscht. Aua! Das war jetzt so ein bisschen der Tonus, den Emero immer drauf hatte, wenn er sich beschwert hat. Kommentare schreiben! Das hast du leider verschissen. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Das war sogar wirklich wichtig auch, dass du das gemacht hast, aber gut. Na, guck mal, die Tomaten, die Grafiken sind aus Rayman. Die hab ich sogar von Rayman. Du hast Die Lied ist von Earthbound. Ah, ist voll cool. Ja, ich mag die Melodie. Die ist super, stimmt. Ba, 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 ba. Gott. Was die Jutti macht. Ich hab nur noch 3 Würfel. 2. 2. Aber wie soll ich das, Nee! Ach, da wäre eine Reset-Doc gewesen. Was? Da war Schluss. Da war Schluss. Da wurde dir vielleicht was nicht angezeigt, was da gespawnt ist eigentlich. Also du kannst dich übrigens auch, wenn du willst, immer ein Leben holen, ne? Wo geht's eigentlich hier hin? Ach so. Ach, man muss ins Hotel. Ach so, ja, ja. Na klar. Und da wäre eine Yoshi-Coin gewesen. Das ist der zweite Teil des Levels einfach. Ach, hier läuft das Lied auch schon. Ja, ja. Es gibt bei Earthbound gibt es den normalen Hotelbereich und der zweite ist das Heartless Hotel. Da sind dann so Zombies unterwegs. Das ist ja halt voll cool. Das Lied ist großartig. Muss ich mir gleich 1000 Remixes dazu suchen. Wie heißt das? 100 Pro. Ich glaube einfach Earthbound Hotel oder Heartless Hotel. Ach, Hotel, okay. Ja. Ich guck gerade mal, aber ich glaube schon. Ja, das krieg ich hin. Ich denke doch auch. Hä? Wieso? Vorne muss ich den auch nicht drücken. Da hattest du den On-Off-Switch von dem Secret, hattest du... Schiebung. Gedrückt. Ja, B. Verschwörung. Ja, es gibt ein Hotel Stay und das Heartless Hotel. Fuck. Ich meine natürlich... F. Verfickte ja. Entschuldigung. Und genau. Demonetarisiert, was nicht mal monetarisiert ist. Wäre das wirklich so? Nice. Jetzt nur durch Aussprache. Kann passieren. Und wenn ich Scheiße. Das ist ja das Ding bei YouTube. Du hast ja keine Ahnung, warum deine Sachen demonetarisiert. Ich kann halt nicht reden. Demonetarisiert werden. So wie auch, wenn du einen Livestream oder so auf YouTube machst. So, der kann einfach plötzlich aus der Abo-Box verschwinden für andere, wenn irgendwas da drin passiert, wo du nie weißt, was war es jetzt. Aber was immer super funktioniert, meine Berlin-Tag- und Nacht-Videos, die kriege ich immer super auf YouTube angezeigt. Ja. Ja, ist so. Das, ja. Die laufen tatsächlich gut. Traurigerweise. Oh, Berlin Tag und Nacht ist wirklich ganz schlimm. Das ist unglaublich. Also wenn man auch noch in Berlin gewohnt hat oder in Berlin wohnt. Wie guckst du das oder was? Ich habe immer mal so ein bisschen reingeguckt oder bei meinen Eltern habe ich immer ferngeguckt und dann lief das sehr häufig. Und was noch schlimmer ist, finde ich, ist Köln. Ich wollte gerade sagen, welches findest du schlimmer? Ich finde Berlin Tag und Nacht, aber das ist ja, ich bin ja auch Berliner, also ist ja vielleicht dadurch irgendwie interessant, keine Ahnung. Aber was ich richtig pervers finde bei Berlin Tag und Nacht, ist, wie die alle miteinander irgendwie verwandt, verschwägert, verbrüdert sind. Mit? Ja, da sind irgendwie, dann kennt die eine, kommt irgendwie der Bruder von sonst wo auf einmal her, kennt dann die andere, dann ficken, dann haben die einen Sex miteinander, dann ist der Chef von der einen der Bruder von dem, dann stellt sich raus, sie hat den adoptiert und das ist so bescheuert, da kennen wirklich alle und alle sind miteinander verwandt. Ja, was erwartest du denn vom Storytelling bei so einer Serie?
Ja, aber das sind irgendwie 300 Leute und die sind alle miteinander verwandt. Da kann irgendwas nicht ganz richtig sein. Und dadurch sind auch die Freundeskreise alle miteinander verwandt. Das ist einfach komisch. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen übertreibe, aber das könnte natürlich. Du einfach mal nur recherchieren, mit wem du alles in Berlin verwandt bist. Mit niemandem. Außer ich habe bei der Verhütung ein bisschen nach. Ah, das ist schon. Ja, ich habe da nicht so richtig aufgepasst, wollte ich sagen. Yes! Gut gemacht, sehr gut. Wait, was ist da oben für eine blaue Münze? Versuch das vielleicht nicht, ich habe das Gefühl, du stirbst. Okay. Geh erstmal runter. Ah! Oh! Das ist ja gar nicht zu Ende. Nein. Deswegen ist es ja auch gut, dass du nicht so viele blaue gespendet hast, weil dafür sind die Reset Doors da. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder. Nee. Aber jetzt mit dem Block kannst du gut zu der Münze und da ist ein Pilz. Was will ich denn bei der Münze da? Ich hab's gerade. Hat man's nicht gehört, was ich gesagt habe? Kommt da ein Pilz raus? Das könnte ich gerade gesagt haben. Oh yes. Geh weg! Gottes Willen. Ist ja verrückt. Oh nice, der ist nur noch alleine. Aber du den einen hast du irgendwie richtig getimt, ne? Nein! Das ist jetzt schlecht. Du solltest den Block nicht so weit hochbringen. Du musst den On-Off-Switch wieder umdrehen, ne? Was? Du musst den On-Off-Switch wieder umdrehen. Nein! Und du kannst nicht den Block dafür benutzen. Ich sag dir das lieber direkt. Ja, der ist ja da hinter der Barriere. Er löst aber zusätzlich auch gar nicht die On-Off. Och, nee! Okay, willkommen bei der Schwierigkeit dieses Levelabschnitts. Ich wünsche dir viel Spaß. Ah, da möchte ich aber schon jetzt eigentlich ein State unten an dem Block machen, ne? Das schaffst du schon, Colin. Also ich glaube, bevor du dann State machst, nehmen wir lieber wann anders weiter auf. Das ist ja verrückt, da runter zu gehen und dann auch noch wieder hoch. Oh Gott. Das sind irgendwie 5 Screens oder 6. Das ist jetzt echt nicht so viel. Ich gehe nochmal, ich hole mir jetzt aus dem Keller noch ein Bierchen. Ah, hier muss ich dann wieder hoch. Aus. Wenn ich nicht da bin, dann schaffst du das sowieso. Also bis gleich. Ach du Scheiße. Ciao, ciao. No. Oh weia. Aber wenn diese ganzen Eevees halt nicht wären, ne? Dann könnte man dem ganzen Zeug vernünftig ausweichen. Aber so hast du halt lauter Mist. Oh, nee. Lauter Mist, was da rumfliegt. Und teilweise siehst du die auch vorher nicht, bevor du da ankommst. Oh Gott. Oh boy. Das wird nicht gut. Genau das meine. Oh, nee. Ah, der kam von der anderen Seite jetzt wieder rein. Oh, wait, bin ich Game Over? Da muss ich zurückspulen. Ah. So. Die Musik ist nach wie vor richtig süß. Die mag ich. Aber Earthbound hat allgemein enorm gute Musik, das ist richtig. Ich habe es allerdings nie gespielt. Ich kenne nur einige Musik davon und die Charaktere halt von Smash. Aber selbst gespielt habe ich es nicht, weil es halt auch wieder so ein rundenbasiertes RPG eigentlich ist am Ende. Das ist dann nicht so mein Stil. Ach, Mann.
kriegen wir das irgendwie gebreakt. Ich wüsste nicht wie. Ich komme durch Wollblöcke da rein. Nee, keine Chance. Keine Chance, da irgendwas zu reißen. Oh je. Ach, was zur Hölle. Was ist jetzt mit der Musik los? Ach. Hey, die Musik war komplett kaputt. Was zur Hölle? Was war das denn? Hier ist sie noch normal. War die sonst auch so an der Stelle? Nee, ne? Eigentlich nicht. Yes. P-Jump. Habe ich schon die ganze Zeit versucht. Ach, das leckt hier so ein bisschen wegen den Viechern wahrscheinlich rum. Ja, so wie die Musik fühle ich mich auch in dem Level. Diese UIs links und rechts, die sind schon uff. Die sind schon ganz großes uff. Keine Chance, denen auszuweichen. Oh nein. Okay. Jetzt kommen die Geraden wieder. Ja klar, wenn ich von einer Seite rausfahren, fahren sie... Oh Gott. Das sind nur die zwei, also kann ich eigentlich runter, wenn die zwei da durch sind. So. Jetzt muss ich runter. Jetzt gehe ich hoch und hole mir... Nein! Und hole mir den. Ah? Hast du Spaß? Nein. Klar hast du Spaß. Nein. Hab ich nicht. Muss jetzt sagen, klar hasse ich Spaß. Aber es war keine gute Idee, das Level noch zu starten. Sind wir nämlich doch bei der 1-Stunden-Marke. Kacke. Warum? Weißt du... Ich wünsch mir viele Parts. Ich wünsch mir nicht lange Parts. Ja, ich hätte auch lieber viele Parts. Ja, dann mach doch den Part jetzt einfach zu Ende und dann machst du halt beim nächsten Mal weiter. Der Cliffhanger ist dann, was wohl passiert, wenn du das Ende des Levels erreichst. Ich komm zum nächsten. Das könnte sein. Aber die Eevees, ne, die sind schon... Uff. Weißt du, was du, glaube ich, anders oder besser machen könntest? Du kannst dich... bisschen besser runtertasten. Guck mal, du achtest ja auch gar nicht drauf, wie die sich bewegen. Ich habe das gerade schon analysiert und ich weiß, wie sie sich bewegen, aber es ist trotzdem nervig. Aber dann stürmst du da auch immer so runter. Warte, weil ich ungeduldig bin. Ja, das ist der Fehler. Oder was heißt schon Fehler? Das ist die Verhaltensstörung. Guck mal, jetzt hast du es doch geschafft. Oh Gott. Jetzt holst du dir den Pilz und dann kommst du ganz entspannt nach oben. Dann machst du dir ein lecker Schmecker Kölsch-Pissenbier auf und dann jetzt ja auch gut. Also. Die kannst du draufspringen, ne? Ja, aber die gehen nicht kaputt. Nee. Ich... Keine Ahnung, ob ich da oben stehen kann, ne? Das ist aber gut, den erstmal hinzulegen, das ist das. Oh, boy. Sehr gut, Conan. Das war, glaube ich, der schwierigste Sprung. Also, wenn du das jetzt geschafft hast, ist es auf jeden Fall gut. Super. Jetzt nimm den Damage Boost, ist doch okay. Da kannst du stehen erstmal. Jetzt wartest du ab und dann läufst du weiter.
Immer in kleinen Schritten und nicht zu hasten. Ich weiß, wie das Level funktioniert. Es ist trotzdem nervig. Manchmal hat man so das Gefühl, du wüsstest das nicht. Nee, ich weiß durchaus, wie das funktioniert. Oh, ich hoffe, du hast da noch einen zweiten Block. Ja, sehr gut. Ja, wenn da nur zwei sind, muss ich noch einen haben. Das ist gut. Alter, jetzt legst du den da hin. Jetzt gehst du hin. Jetzt ist die sind auch gerade richtig dämlich jetzt gespawnt. Gott. Und jetzt pass auf mit dem. Der ist der einzig Gefährliche. Ja, der kommt jetzt wieder. Ja. Arschvieh. Oh. Sehr gut, jetzt nächste. Oh. Jetzt warten. Jetzt entspannen. Jetzt erstmal ein bisschen dehnen. Jetzt ein bisschen Gott, dehnen. Halt die Klappe. Ich möchte dich doch nur motivieren. Ich glaube, für sowas zahlen Leute viele, viele, viele Euros. Alter, das ist jetzt ja auch ein Sprung. Da kannst du an sich hoch, direkt auf den zweiten Knochen. Ja, sehr gut. Jetzt musst du nur noch an dem Viech. Und jetzt pass auf, da oben sind nochmal Iris. Ich weiß. Sehr gut, jetzt hast du es geschafft. Die Blöcke auslösen. Einen nach dem anderen, dann jetzt hoch und jetzt raus. Sehr gut. Ich kann auch sterben. Ja, aber nur wenn du versuchst, in den Ninji zu springen. Ich laufe jetzt ganz lang. Oh, fuck. Wenn du dich so rangetastet hättest an den anderen Teil da, dann hättest du das auch beim ersten Mal geschafft. Nee. Super gut. Wunderbar. Unglaublich. Meine Güte. Siehst du, kaum bin ich da, schaffst du es. Ah, oh, was ein Mist. Puh, okay. Hast du doch echt ganz gut. So, dann gibt's nächstes Mal das Level ohne Namen. Danke fürs Zuschauen. Ja. Beziehungsweise mit japanischem Namen. Das ist das erste Level, auf das ich mich wirklich freue, dass du das. Und eigentlich wollte ich von einer halben Stunde den Part beenden. Das hätte ich tun sollen, dann hätten wir eine halbe Stunde weiteren Part gehabt. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und freut euch auf 10 Parts im nächsten Level. Ich freue mich schon drauf. Na, das wird natürlich auch nur ein Part. Ja, mal schauen. Tschüss. Ciao, ciao.